Willkommen in Madrid. Wir fahren heute den neuen Audi TT RS und zwar den Roadster. Wir werden uns jetzt gar nicht lange mit Daten und Fakten aufhalten, sondern erstmal auf die Strecke gehen. Jetzt schauen wir uns erstmal das Exterieurdesign an. Was hier natürlich sofort auffällt, ist dieser riesengroße Single-Frame-Grill mit dem TTRS-Logo natürlich und ganz wichtig dieser große Quattro-Schriftzug. Das zeichnet den TTRS aus. Dann haben wir hier diese sehr großen, massiven Lufteinlässe und natürlich die schön schmal gestalteten LED-Scheinwerfer. Die sind übrigens Serie. Auf Wunsch gibt es sie auch noch als Matrix-LED-Leuchten. An der Seite fällt auf, dass das gesamte Fahrzeug sehr flach ist. Der ist nur 1,34 Meter hoch und wir haben hier bei unserem Fahrzeug 20 Zoll Felgen montiert. Serie wären 19 Zöller. Ebenfalls typisch für den RS sind hier diese eloxierten Außenspiegel, daran erkennen wir ihn. Gehen wir zum Heck, dann fällt als allererstes auf der große feststehende Spoiler. Wir haben die großen Auspuffrohre hier, den Diffusor und das erste Mal beim Audi serienmäßig verbaut OLED-Rückleuchten. Innen gibt sich der TT RS betont sportlich. Wir haben hier sehr gute Sportsitze, die ordentlich Seitenhalt geben und auch, das ist ganz interessant, eine große Person wie ich mit 1,95 findet hier bequem Platz und sofort die richtige Position. Wir haben hier das Audi Sportlenkrad verbaut. Sehr wichtig hier, natürlich haben wir Schaltpedal und die typischen Bedienelemente, aber wir haben hier auch diese beiden Satellitenbedienungselemente. Das ist zum einen Start-Stopp für den Motor und zum anderen hier die Möglichkeit, die unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen. Das finde ich klasse, weil dafür muss ich das Lenkrad nicht mehr loslassen. Dann haben wir hier beim TTRS auch das Audi Virtual Cockpit an Bord. Ganz interessant, es gibt bei diesem Fahrzeug, genau wie im R8, einen Race-Mode dafür, also eine andere Ansicht. Da habe ich einen schönen großen Drehzahlmesser und zum Beispiel auch eine Anzeige des Reifendrucks. Ein weiteres eigentliches Gimmick, aber wie ich finde, sehr praktisch, ist hier das Windshot. Das geht nämlich per Knopfdruck rauf und wieder runter. Und das ist wirklich sehr angenehm, da muss man nicht aussteigen und rumfummeln, das funktioniert einfach nur per Taste. Und jetzt geht's auf die Rennstrecke und das machen wir mit dem Coupé. Und jetzt verschwenden wir keine weitere Zeit mehr mit Äußerlichkeiten, denn jetzt geht's auf die Rennstrecke. An Bord unseres Audi TT RS haben wir einen 2,5 Liter Fünfzylinder-Motor mit Turboaufladung. Der hat 400 PS und liefert 480 Newtonmeter Drehmoment, die wiederum aber in einem Drehzahlband von 1700 bis 5850 Umdrehungen. Und das merkt man wirklich in jeder Fahrsituation, dass man einfach permanent die volle Leistung anliegen hat. Die Beschleunigung hier bei dem Fahrzeug beträgt von 0 auf 100 nur 3,7 Sekunden. Das sind 0,2 weniger als der Roadster. Ganz wichtig ist aber auch Top Speed, etwas erweitert als normal, 280 Stundenkilometer. Bereits gestern auf der Landstraße hat der Roadster überzeugt. Der macht einfach Spaß, der fährt sich sehr angenehm, aber auch extrem sportlich. Aber hier mit dem Coupé auf der Rennstrecke zu fahren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist einfach purer Spaß. Hier gehört das Auto hin und das Interessante ist, man sieht es ihm eigentlich gar nicht an, aber er fährt sich großartig. Jetzt will ich aber wirklich wissen, ob dieser Wagen in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Dafür nutzen wir die Launch Control und das heißt für mich, volle Bremse, Vollgas, auf we go. Wow, 100. Puh, das war schnell. Der TTRS ist eine super Kombination aus einem komplett alltagstauglichen Fahrzeug in einer recht sportlichen Optik und vor allen Dingen einem Fahrzeug, das es schafft zu verbergen, was wirklich in ihm steckt. Und zwar bis zu dem Punkt, wo man hierher kommt, nämlich auf die Rennstrecke. Da zeigt er sein wahres Gesicht. Und die meisten von uns sollten sich an diese Ansicht gewöhnen, denn das ist das, was wir sehen werden. Das Heck.